Der Schleim rinnt weiter zähflüssig nach unten. Viel Platz hat das Stundenglas nicht mehr. Isarun, irgendwie kommt mir das merkwürdig vor. Ich habe eben gerade meinen Namen auf dem Stundenglas blitzen sehen, als einen magischen Blick darauf geworfen habe. Tatsache? Ja. Habt ihr immer noch die magische Sicht auf die Dinge? Was erkennt ihr? Es stand in Angram-Runen dort. Angram-Runen, interessant. Habt ihr eine Hellsichtskomponente erkennen können? Konnte ich irgendwas erkennen? Also konnte ich dämonische Verunreinigung oder ähnliches? Ja, und es war dämonisch, das kann man wohl so sagen. Und kann ich eventuell Rückschlüsse auf die beobachtete Zauberwirkung erhalten? Oder ist das? Ich glaube, du hast den was ist das? Xenographus ist es nicht, das ist die Flammenschrift, ne? Genau. Hast du nicht, oder? Nee. Ja, ich du hast keine Ahnung. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall nichts Gutes. Brennt hier eigentlich in der Hütte irgendein Feuer? Mehrere rußig. Es riecht auch so ein bisschen nach fettem Öl. Und es sind mehrere Kerzen überall aufgestellt. Teilweise auch ein kleiner Kamin, der da rumknackt. Also definitiv, ja. Das ist ein ganz normales Stundenglas, oder? Das ist ein normales Stundenglas. Okay, dann würde ich es mal in die Seitwärtsposition drehen, dass nichts mehr rein- oder rausrinnen kann. Also dass keine Bewegung mehr stattfindet. Dass der Alter praktisch auf beiden Seiten stillsteht. Interessant. Ja, es gelingt. Der Eiter versucht sich dann so ein bisschen über die kleine Öffnung in eine Gleichgewichtsposition zu bringen. Es wird dann sicherlich noch ein bisschen dauern, so wie das von der Konsistenz her aussieht, aber funktioniert. So, jetzt rinnt erstmal nichts mehr durch und wir haben alle Zeit der Welt, um uns dem Ganzen anzunehmen. Ich denke, alles, was wir nicht mitnehmen, was uns bei unserer Tarnung helfen wird, und alles, was natürlich dämonisch verunreinigt ist, sollten wir verbrennen. Da ist eh schon ein fieser Geruch drin. Aber hier findet eine Lupe in Gold eingefasst mit einem rötlichen Kristallglas. Allerdings ist die Linse wohl gesprungen. Ich würde mal irgendwas betrachten, zum Beispiel das Stundenglas. Möchtest du sie einfach aufnehmen und... Ich würde erst mal gucken, ob am Griff, der Griff ist nochmal aus Gold mit einigen Intarsien darauf. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass Gold ist ja nicht so magieaffin, ich würde trotzdem mit der Robe die Linse anfassen, also um die meine Hand umwickeln mit meiner Robe und dann diese Linse ergreifen. Mhm. Und mal durchgucken in Richtung dieser jetzt liegenden Zeitmesseinrichtung. Ja, sieht aus wie eine rötliche Szene, allerdings ein bisschen dann gesprungen. Das liegt dann einfach daran, dass die Linse kaputt ist, ja. Kann ich erkennen, was es für ein Glas ist? Normales Glas? Kristallglas? Rot geschliffener Kristallglas, ja. Interessant. Walter, guckt einmal her. Oh, das sieht aber interessant aus. Was ist das denn? Eine Linse. Also, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Ich ja mal sehen. Ja, ich würde mir das Ganze gerne mal angucken. Was brauche ich dazu? Feuersteinbearbeitung, Steinschneider, Juwelier? Juwelier. Okay. Das sieht aus, als wäre sie da gesprungen. Ich werde mir sie mal etwas angucken. Wird ein Ode Makane vorbereiten, mir Zeit lassen dabei. Was hat der Keras gewürfelt? Ich hatte meine Probe Schicksalspunkte da aber nicht geschafft. Es ging nicht um das Abrichten, sondern um die. Ich hatte auch die Herze gewürfelt. Hast du schon mal neu gewürfelt? Nein. Kannst du eine zweite Kerze finden oder aber du würfelst neu? Den hatten wir auch schon, ne? Mhm. Den hatten wir auch schon, ja. Soll ich nochmal würfeln? Ja, oder ich gebe dir einfach eine plus 1. Das können wir auch machen. Ja, dann gib mir eine plus 1. Dann kannst du eine große Zedernholzkiste entdecken, die merkwürdig pocht.
Die. Oh, das sieht doch mal so gar nicht gut aus, aber. Ich schaue mich mal um, ob irgendwie jemand gerade in meiner Nähe steht und dann. Ich will da nicht allein drauf zu gehen. Korridor, was macht ihr denn da? Rafim, gib mir Rückendecken. Siehst du diese seltsame Kiste da? Da ist eine Kiste, ja. Ja, die kommt mir irgendwie so ein wenig unheimlich vor. Ich will mir mal genau angucken, was das ist. Von mir aus. Können wir machen. Ja, und dann gehe ich drauf zu und zuerst mal mit meinem Rapier mal so anpieksen, ob irgendwas passiert. Es passiert nichts. Und dann versuche ich die zu öffnen. Ihr habt da schon gute Erfahrungen gemacht mit Kisten und Gegenständen, die darin eingesperrt sind, aber wenn du sie aufmachst, das ist eigentlich ganz einfach, kannst du darin ein schlagendes Herz erkennen, was auf einem samtenen Kissen ist. Aber irgendwie, du kannst erkennen, dass wohl einige Glyphen in diesem goldenen Griff sich mit einer Matrix verbinden würden. Und wenn ein Zauberer diese dann berühren würde, könnte er durch diesen roten Kristallglas, diesen Schliff, könnte er dann auf den Limbus blicken. Die Wahrheit dahinter. Also Komponenten Limbus, Hellsicht. Interessant. Ich würde dir dann lolo, klammheimlich mal so in meiner Ruhe verschwinden lassen. Gut, ansonsten ist das Haus leer, es gäbe nichts weiter. Es gibt noch weitere Drogen, die hier verbrannt werden, die dann für diese schwangere Luft sorgen. Verschiedene andere kleine Metalldöschen, irgendwelche Pastillen, die ihr nicht ganz zuordnen könnt. Also das Typische, was man daneben in so einem Haus findet von einer älteren Dame, die sich dann hier seit einiger Zeit niedergelassen hat. Stinkt aber und gerade Poltax fühlt sich hier sehr unwohl. Den Schlüssel? Fragezeichen. Das wird Schlüssel. Immer noch so vor dieser. Für das Haus. Den Haustürschlüssel. Achso, ja, Haustürschlüssel würdest du auch von innen stecken. Also es wird so ein Riegel sein. Mehr hat sie nicht. Also es ist keins mit einem komplexen Schloss. Super. Nehme ich mit. Und wenn wir gehen, schließe ich dann von außen ab. Rafim, hast du schon mal sowas gesehen? Ich glaube, das müsste ein Herz sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das müsstest du mal Abelmir fragen. Abelmir, Isarun. Ja? Voltax, ich habe hier was seltsam ist. Ja, gleich. Ich muss mich erst noch um meine Uhr kümmern. Nein, das ist wichtig. Auf der Uhr stand mein Name, das ist auch wichtig. Ich habe ein Herz gefunden. Ein Herz? Ein Herz? Es schlägt aber ein Chandler. Ja. Ein schlagendes Herz außerhalb eines Körpers. Interessant. Wo denn? Zeig doch mal. Und die hat es noch nicht erstochen, weil... Weißt du, was passiert, wenn ich das ersteche? Was passiert, wenn sie nicht es im Leben lasst? Fasst euch ein Herz und erstecht es. Wartet einmal ab. Öffne die Kiste noch einmal. Sicher? Ja. Ich erst untersuche und dann öffnen? Ich kann es nicht untersuchen, wenn ich dich nicht sehe. Oh, meine Güte. Rafi macht die Kiste auf. Ja. So, jetzt. Eine Sekunde. Oh. Igigamagot, ich würde diesen Odem Arcanum noch einmal wirken, mir wieder Zeit lassen dafür. Du könntest auch die Lupe benutzen. Ja, das heißt was magisch. Erkenne ich irgendwelche Fäden? Ja. Fäden? Es gibt Fäden, eine magische Linie, die sich in Richtung der Nekromantin zieht. Ja, was denn? Oh. Was denn passiert? Ich fürchte, das ist das Herz der Nekromantin. Och. Moment. Sie lebt noch? Ihr nicht Herz mehr lange. Noch. Ich glaube, es ist eine gute Idee, das Herz zu zerstören. Dann tut es! Hat einer von euch. Warte, ich reiche ihm mein Kurzschwert. Ist das geweiht? Nö. Nehmt mein Schwert. Das ist geweiht. Sehr gut. Nach was? Meine Fresse! Das ist jetzt nicht egal! Rafim, kannst mit seinem riesigen Stiefel zutreten. Es gibt ein widerliches Manschen und Herzstücke verteilen sich im Inneren dieser Schatulle.
Danach stecke ich mein Schwert nochmal in die Überreste. So, meine Güte, das ist doch jetzt hier nicht so schwierig. Ich glaube, Boltax wollte irgendwas tun. Ein Papier zu. Ja, genau. Ich habe es vorhin geschrieben, was ich machen würde. Okay. Also, während ihr euch da alle mit dem Herz befasst, rufe ich schnell eine Kiste, lege die Sanduhr bzw. das Stundenglas da hinein und schicke sie wieder in den Limbus. Die Leukramosche Kiste aus Romulus, ne? Genau. Dann ruf sie doch einfach mal. Ich konzentriere mich auf die Kiste, auf die astrale Signatur und rufe, komm herbei. Es gibt ein Trippeln aus unbekannten Winkeln, die nicht dreidimensional sind. Es wird lauter und lauter, es klicken wie von Spinnenbeinen und dann könnt ihr erkennen, wie vor Boltax sich eine graue Truhe materialisiert, direkt aus dem Limbus geschoben. Abel mir vermisst jetzt gerade seinen roten Kristall, den er gerade in die Innenrobe geschoben hat. Und mit einem Klicken öffnet sich die Truhe. Ich hätte das eigentlich versucht, heimlich zu machen. Aber doch, es gibt kein heimlich bei Leukramod. Ja gut, ist das. Ja, dann nehme ich das Stundenglas, so wie es da gibt, lege das da rein und wende mich dann an alle anderen. Wir sollten vielleicht alles andere auch dahin... Boltax, was ist das für eine Kiste? Wir haben sie gefunden. Boltax, was ist das für eine Kiste? Ihr erinnert euch, Romulus. Ja, die Kiste ist mir wohl bekannt. Was habt ihr damit zu schaffen? Haben wir nicht gesagt, wir wollten sie vernichten? Nein, das haben wir nicht. Wieso haben wir jetzt... Woher habt ihr sie? Warum habt ihr sie? Weil ihr sie mir gegeben habt, erinnert ihr euch nicht? Ja, damit du sie vernichtest! Damit ich sie verwahre. Sie ist dämonisch, ihr wisst das. Ja, genau wie dieses Stundenglas und ich würde sie gerne wieder dorthin schicken, wo sie herkommt. Also alles Dämonische dort hinein. Hm? Ihr schickt sie nur in den Limbus, nicht wahr? Das kann sein, das weiß ich nicht. Ihr vernichtet sie dadurch nicht. Nein, aber es ist zumindest sinnvoll, bis wir wissen, womit wir es zu tun haben, um die Sachen dann ordentlich zerstören zu können. Oder das ist sie eine entzaubern furchtbare zu können. Idee. Weißt du denn, wie man die Dinge wieder aus dem Limbus herausbekommt? Es gibt weiteres Trippeln von Spinnenbeinen. Aus allen drei Dimensionen, aus der Zeit, aus anderen kryptischen Winkeln. Können wir... pack sie einfach wieder weg, bitte. Gehen wir einfach. Und Moment, die Katze. Es schlag die Katze! Lass die Katze in Ruhe. Die Kiste. Ich will jetzt wissen, was mit der Katze passiert ist, nachdem wir das Herz getötet haben. Sie sitzt traurig in der Ecke, hat sich zusammengerollt. Rafim, möchtest du? Ihr werdet keine arme Katze töten. Es ist keine arme Katze, es ist ein magisches, was weiß ich für ein Ding. Wollte die Katze unbedingt behalten, Karenor? Es ist ein Tier, Karenor. Es hat nichts angestellt. Wollte die Katze jetzt unbedingt behalten oder nicht? Wir lassen sie nicht alleine hier. Du nimmst sie mit und kümmerst dich drum oder du lässt sie hier liegen. Wir bringen sie um. Aber wir lassen sie nicht alleine hier durch das Dorf streichen. Lass es mich versuchen. Ja, ich gehe noch auf die Katze zu und versuche noch einmal irgendwie sie zähmen zu bezähmen und. Und zur Not mirakel ich mir das. Ja, dann mach das jetzt. Mirakel musst du vorher tun. Ja, ich mirakel mir das. Aber. Ich schick dir mal die Kiste wieder weg. 5 plus halbe Sternchen waren das noch, ne? 5 plus 5 sind 10. Dann sind deine Abrichtenproben sicherlich auch ziemlich gut. Er findet einen Weg, die zu verwalzen. Ja, normalerweise hat er Pferde abrichten geschafft. Das ist nicht geschafft. Nee. Achso, warte, die plus 10 ist auch nicht drin, die plus 10 ist auch nicht drin. Alles gut, alles gut. Ja, also 10 THW effektiv mehr, plus 7 reicht. Kannst du die Katze aufnehmen, wenn du möchtest, und dann auf deiner Schulter dann nach draußen buxieren. Ja, ich nehme ja vorsichtig den Arm und streiche ihr durchs Fell und versuche sie ein wenig zu beruhigen. Und vor dem Regen zu schützen. Ja, so könnt ihr wieder nach draußen auf die matschige Straße treten, wo es immer noch regnet. Die Häuser um euch herum sind wohl alle noch erhellt. Allerdings ist es über euch finstere Nacht. Ihr könnt noch einige Stimmen hören, aber ansonsten ist das Dorf quasi tot. Es gibt aber noch sowas wie ein
Ein Heulen, was aus den Sümpfen zu dringen scheint, fast hyänenartig, als ob man in der Wüste stünde. Gerade Rafim und Kiaras kennen die Korams-Bestien aus der Arena von Al-Anfa. So ein bisschen erinnert euch daran, wenn die, als ob da die Tiere draußen vor den Palisaden heulen. Das ist einfach sehr tierisch. Teilweise könnt ihr noch sowas wie Kratzen an den Palisadenzäunen hören, als ob sie da draußen lauern. Oh, die Gegend ist so wunderbar. Das ist, diese Gegend ist so wunderbar spannend, hier ist immer was umzubringen. Bewegt euch, da hinten ist die Herberge, los, vorwärts, vorwärts. Solange es keine Geister sind. Nicht bummeln. Ja, passt darauf auf, dass ihr diese Sachen nicht fallen lasst. Das ist eine gute Tarnung. Über die Straße, zurück an die alte, verblichene Hütte, die dann für Gäste hergerichtet wird, wenn irgendjemand mal nach Grünau kommt, was allerdings nicht mehr grün ist. Vielleicht ehemals. Und könnt dann wieder den Riegel vorlegen, abschließen und seid dann erstmal wieder alleine. Könnt ihr die Stiege nach oben stiefeln und da dann in so einem großen Wohnbereich, Schlafbereich, könnt ihr euch dann umsehen. Gibt ja wohl auch einige Betten, die vor einiger Zeit zusammengerückt worden sind, sodass ihr dann allesamt auch hier oben gemeinsam schlafen könntet und dann nicht in den einzelnen Zimmern, denen ihr vielleicht gar nicht so sehr vertraut. Ja, natürlich wird Wache gehalten. Ja, Regeneration ganz normal, auch wenn ihr Wache haltet hier drin, einfach nur 1W6, keine guten Betten oder sowas. Das funktioniert, wenn ihr irgendwas braucht wie ASB. Ich würde, bevor, wenn ich meine Einzelwache habe, die Lupe nochmal untersuchen. Mhm. Mit einem Analyse. Odem hattest du vorher schon gewürfelt. Den hatte ich gewürfelt, genau. Ich weiß bloß nicht, ob der zählt nach so langer Zeit noch, ob der noch geht. Ja, würde ich machen. Nimmst du die Lupe in die Hand oder berührst du sie weiter nur mit deinem? Ich würde sie auf den Tisch legen und mit dem Analyst untersuchen. Ich lasse mir Zeit und bekomme für den Odem als vorbereitende Hälfte also eine 6er Erleichterung und für die Zeit lassen eine 10er Erleichterung, also 4, also eine 10er Erleichterung, die Analyse. Da kannst du eine. Nee, Sinnschärfe brauchst du da gar nicht beim Analyse. Das ist ja nur beim Oculus, genau. Ja, es gibt Fäden, die sich im Limbus verlieren. Was genau möchtest du wissen? Was genau bekommst du heraus? Was sie in Gang gesetzt wird, ob es ein Abraxas gibt, ein Schlüsselwort. Und was sie mir liefert, sozusagen an Hellsichtkomponenten oder an Hellsicht sozusagen, was passiert sozusagen. Du kannst damit, wenn du sie als Magier berührst, beziehungsweise nicht nur als Magier, sondern als Sternenkraft, also wenn du mit Sternenkraft erfüllt bist, das kann auch ein Viertelzauberer sein, dann aktivierst du sie mit einem ASP und kannst dann durch die Sphären hindurchschalten, nicht nur durch den Limbus, sondern auch in die Niederhöllen oder in andere Sphären. Kannst dann gucken, was sich an dieser Stelle dort befindet. Cool, sagt er. Abelmir hat schon was überlegt. Wollte Boltax noch irgendwas tun? Da ich den Analyse nicht habe, kann ich auch nicht weiter herausfinden, was meine Sanduhr macht. Für die Kiste hast du sie wieder weggeschickt in den Limbus. Genau, die hatte ich wieder weggeschickt. Ja. Wieso rum? Ja, ich würde einfach den Wagen schon mal packen mit unseren neu gewonnenen Tarnungsschätzen. Und ja, das war's eigentlich. Ja, was möchtest du dich mit Rafim unterhalten? Generisch. Ja, doch. Und ich habe dabei halt die ganze Zeit die Katze noch auf dem Arm und versuche die zu trösten. Gelingt. Rafim kann weitere Dinge von der Blutkerbe oder der Würgemack erzählen, von der nervigen Gesindegeweihten, die ihn niemand mochte. Jorim auch von unserem Berg, so einer Bergtour. Jorim erzählt Geschichten. Den niemand mochte. Jorim erzählt Geschichten von Firun und von der schwarzen Mutter. Möchte Jalan was tun? Nö. Gut. Dann, nächster Tag. Ihr könntet quasi wieder aufbrechen, wenn ihr wolltet. Alarm oder sowas gibt es nicht. Aktuell hat ja noch niemand den Tod bemerkt. Ja, ich lasse den Schlüssel zu der Bude bei dem anderen liegen, den wir hier liegen lassen. Und dann ja, los. Frühstück, also die seltsame verhüllte Dame würde dann auch wieder auftauchen. Den Namen, irgendwie Friede oder sowas, hatte doch der Wachmann vorne gesagt, würde euch ein Frühstück anbieten mit, sie sagt, das ist wohl Walfleisch. Ihr seid euch nicht sicher, ob das stimmt, weil hier ist kein Meer, das kann nicht stimmen.
Und wenn ihr dann bezahlt, könnt ihr natürlich ein Frühstück bekommen oder aber ihr zieht einfach weiter mit euren eigenen Vorräten. Nein, wir haben selber. Ja. Gut. Ich glaube, wir verzichten auf das Mysteriöse. Ja. Ihr könnt die Reise weiter antreten und kommt dann exakt nach einem Tag der Wanderung wieder an einer Weggabelung an, beziehungsweise einem abknickenden Pfad, wo dann der Radrom in Richtung Westen strömt oder von Westen kommt und an euch vorbeischrömt, immer noch 100 Schritt breit. Und ihr könnt aus der Entfernung erkennen, wie dort wohl eine riesige schwarze Steinplatte nach oben ragt, ein gewaltiges Bergmassiv, ein Tafelberg oder so etwas. Und da scheint wohl irgendwas herauszulugen, viele Meter hoch. Es sieht aus wie ein Turm oder ein Nagel, eingeschlagen von einem Gott. Die schwarze Steinplatte bzw. dieser Tafelberg müsste das Massiv von Wahrung sein. Das sollten die Tobria wohl erkennen, wiedererkennen. Und weiterhin strömt der Radraum schwarz an euch vorbei. Was? Die Umgebung um euch herum ist immer noch tot. Was ist das? Das ist Wahrung. Wart ihr noch? Ich dachte, da wollen wir hin. Doch, aber. Oh, ihr habt mir gar nicht gesagt, dass es ein Berg ist, wo wir hingehen. Es sieht sehr viel unheimlicher aus, als ich es in Erinnerung hatte. Nun ja, ich denke. Diese Struktur da ganz obendrauf ist nicht natürlich gewachsen. Sie hat eine frappierende Ähnlichkeit mit der Gorischen Wüste. Nur etwas kleiner. Dort war ich noch nie. Ganz nach oben. Aber ihr habt doch sicherlich schon Beschreibungen der Gorischen Wüste gelesen, vom Tafelberg. Ja, durchaus. Wo wir jetzt so nah dran sind, was sind eigentlich eure Tarnnamen? Zunächst einmal gehen wir da jetzt nicht hin, wir werden weiter nach Kritzdorf ausweichen. Aber die Frage, wie wollen wir uns denn untereinander ansprechen? Nun, ich bin Goldhand. Nun gut, ich bin Sumox, der Kalte. Das habe ich mir ausgedacht, weil ich Eisgeode bin. Ja, mal eine Sekunde und verfriem gerade nach einem Papierchen. Goldhand, okay, habe ich mir aufgeschrieben. Du heißt wie, Voltax? Sumox, der Kalte, Nimm dich in Acht vor der Kälte. Da krieg ich hin. Savo blättert wir? Wohl gerade in seinen Karten. Er hat wohl gerade wieder die Sphärenkarte rausgeholt, die er aus Perikum mitgenommen hat. Das, was wohl vor uns liegt, oder sicherlich noch eine halbe Tagesreise entfernt, aber das wird wohl der Katarakt des Todes sein. Ein riesiger Wasserfall, der sich hier runtergießt. Und das dort oben muss der Turm sein. Aber der existiert schon seit vielen Jahrtausenden. Niemand weiß, woher er kommt. Das ist ja schockierend. Abelmir, wie heißt du jetzt? Nun, ich denke, ich werde die gleiche Identität wie in Yolgomak annehmen. Tionin Yakraveti. Meint ihr nicht, dass man sich an diesen Namen eventuell erinnern könnte? Das hoffe ich. Nun, er hat sich ja in Yolgomak nichts zu Schulden kommen lassen, wenn man von dem witzig kleinen Diebstahl und der Sachbeschädigung und der Flucht und dem Mord absieht. Also alles normal hier. Und den versuchten Mord an Galotta. Aber das passiert schon mal. Karino, wie wollt ihr heißen? Gute Frage, nennt mich Darion. Allegan? Darun? Ihr könnt mich Sinistra nennen. Ein sehr eleganter Name. Und ihr? Sinistra. Dann nenne ich mich Harkon der Fehler. Der wie bitte? Der Fehler, verzeiht. Das fiel mir gerade so ein, wegen dem Nagel. Nun, ihr seht nicht aus wie jemand, der gewohnheitsmäßig Leute fällt, aber ich bin mir sicher, es wird passen. Und wo kommen wir her, aus Mendena? Aus dem Norden, wir sind Terrier-Kämpfer. Ja, aber wir haben doch bestimmt so eine Art Heimatstadt, oder nicht? Was ist das Nördlichste, was wir kennen? Kestum? Leersand ist das. Nördlichste ist Pari. Wirklich? Ja, dann kommen wir aus Pari? Ja, sicher, wir können in Pari wohnen. Und vielleicht für die Karawane, die wir aufbringen wollen, Papiere dabei haben. Dürfen wir eine Sinnenschärfeprobe würfeln?
Ach, gar nicht mal so gut. Das ist immer mit der 20. Die hat wunderbar geklappt. Ja, auf Hören, falls er eine Runde spielt. Iserun kann es als erstes mitbekommen. Du hörst das Rattern eines Wagens von Süden. Psst. Irgendwer kommt hinter uns die Straße hinauf. Von dort. Vermerkt euch. Los. Dann würfelt gerne mal, okay, erstmal sich verstecken Probe, weil es über euch, überall um euch herum ziemlich tot ist, gebe ich euch eine plus 3. Es sei denn, ihr legt euch in den Matsch, aber da will ich vorher eine Arroganz, ja, also wenn ihr Arroganz habt, ist die sich verstecken Probe nicht erschwert. Um 3, aber zunächst um Eitelkeit. Sie ist halt um Eitelkeit oder um Arroganz. Ja, Arroganz nicht, aber Eitelkeit. Ich frage es eher, was mache ich mit dem Karren? Gibt es hier irgendwas, wo ich ihn hinstellen kann? Kannst ihn halt tot und verlassen da stehen lassen, ja. Da ich eitel bin, arrogant bin und meine Rüstung mittlerweile schneeweiß ist, denke ich nicht, dass ich dich verstecken kann. Rafim stellt sich an den Wagen, zieht in die eine Hand sein Schwert und schaut mal, wer da kommt. Ja, während die anderen gerade noch überlegen, wie sie es tun, wie sie es nicht tun, auf den Wagen gucken und ein bisschen Panik sich ausbreitet, kann Rafim und Iserun, ihr könnt erkennen, wie da wohl ein Wagen anrollt, durch den Schlamm spritzend, ohne Pferde. Auf der Sitzfläche sitzt ein Gräuel.